Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 aus Stappenbach in Oberfranken. Wir sind mittlerweile Mitte Herbst und ich habe da noch ein Gerstefeld, das gedroschen werden muss. Und jetzt stehe ich hier beim Nachbarn, Schrägstrich beim Lohner, ist er abgestellt worden. Denn der Nachbar hat einen 2144 Excel Flow von Case mit einem, ich glaube, 3 Meter Schneidwerk. Ich glaube schon. Das ist das kleine Schneidwerk. Aber der Drescher ist saugeil. Und er hat mir gedacht, den können wir doch durchaus mal dafür benutzen, um unser Feld zu dreschen. Unser Anhänger ist ein bisschen klein. Und der eigentliche Drescher vom Lohner ein bisschen groß. Also habe ich mir gedacht, mieten wir den. Mieten vom Nachbarn. Na, das Ganze ist für euch, mal ganz kurz, ist im Mod-Hub. Mal kurz gucken, wo ist denn der da? Ist im Mod-Hub. Nennt sich 21 oder 2100er Excelflow-Serie. Läuft, glaube ich, unter 21.400. Es gibt 44. Es gibt einen 2388 auch noch. Der Scheiße. Schuldig, wenn ich so sag, aber das Ding hier ist gut. Das ist auch der teurere. Der kostet 150.000 in der Basis. Der andere ist so eine 75.000 Euro Klitsche. Aber dementsprechend ist er auch. Der ist absolut schiede. Und das Ding hier hat erst vor 2 Tagen Update bekommen. Also an dem wird gearbeitet und das andere ist... Lassen wir's. Konfigurationsmöglichkeit. 2144, so wie er draußen steht. Mit Extended Corn Tank. Ich meine, wir sind nicht in Amerika. Ja. So hat er 6.350 Liter. So 10. Passt. 2166. Ich weiß gar nicht, was ich an dem optisch... Bis auf die Leiter? Ne, eigentlich auch nicht. Ja, was verändert sich eigentlich optisch in dem noch? Huh. Egal, 2166. Auch mit Extension. 2188. Also ich glaube, die Korntankgröße ändert sich, ne? Ja, und ein bisschen mehr Leistung. Gestimmt, ein bisschen mehr PS. Da war der Unterschied, genau. Größeren Motor. Für die größeren Schneidwerke. Das Ganze gibt es im EU-Design und im US-Design. EU mit Warntafeln und Schutzbügel hinten. US-Version ohne Schutzbügel, ohne Warntafel. So, dann Überladung manuell oder automatisch. Klar, wenn du manuell... Wie heißt denn das? Ich weiß gar nicht. Manuelle Überladung hast, dann machst du es auf jeden Fall an. Oder aus, wie du gerade möchtest. Entladerohr Standard oder langes Entladerohr. Standard reicht bei dem, den wir da haben, logischerweise. Anhängerkupplung kannst du entweder Zugmaul hinten oder Standard. Natürlich mit Schneidwerkswagen Zugmaul. GPS, wenn du das GPS von Hoopster drin hast, kannst du natürlich hier dazu rüsten. Und Reifenvariante ist ganz cool. Da gibt es einmal die Standard, einmal Standard hinten gedreht. Dann gibt es die Breitreifen und Breitreifen hinten gedreht. Dann diese coolen Breitreifen, wo gar kein Name beisteht. Ich finde die schick, die passen irgendwie. Auch gedreht natürlich und ansonsten noch Zwillingsbereifung hinten gedreht und die etwas schlankere Zwillingsbereifung. Ich glaube, das ist hier so mehr die amerikanische und das vielleicht mehr für hier. Keine Ahnung, ich bin nicht so der Zwillingsbereifungstyp bei dem. Und ansonsten Schneidwerk gibt es auch im Mod-Hub tatsächlich. Das Case-Schneidwerk hier, nämlich das hier, als 10,30, 14 Feet. Dann ist 4,3 Meter. 4,3 Meter ist das draußen. 5,5 Meter, also 18 Fuß und 20 Fuß mit 6,1 Meter. Echt, draußen müsste eigentlich der hier sein, wenn ich es richtig weiß. Und wie gesagt, das ganze Mod-Hub finde ich nicht schlecht, für den, der sich interessiert. So, schmeißen wir mal den Hobel an, der hat nämlich auch ein Sound-Update bekommen. Ich finde, der klingt gut. So, Rundumfunzeln an. Schneidwerkswagen ist dran. Dann wollen wir uns mal zum Acker begeben. Wir haben noch die 35 zu dreschen. Da ist ja Gerste noch drauf. Die ist jetzt erntereif. Deswegen hauen wir jetzt mal hier vom Hof Ronner ab. So. Ich habe auch mal kurzer kleiner Real Talk an der Stelle. Wir können es mal anmachen. Mal gucken. Ich habe mal meinen Mod-Ordner ein bisschen ausgemistet. Und hab noch etwas Wichtiges ist mir noch eingefallen.
Was ich auch noch geändert habe, da hatte mich jemand aus der Community draufgebracht, beziehungsweise, nein, muss ich korrekt sein, jemand aus der Community hat mir gesagt, du pass auf, die Stadtenbach hat ziemlich viele Höhenunterschiede und da kommt es auch mal dazu, dass da die FPS schlechter ist als zum Beispiel auf der Hollandsche Feld, die ja flach ist. Ja, das stimmt. Und ist richtig, also sehe ich ein, macht Sinn. Aber was ich auch noch festgestellt habe ist, und das war nämlich das Problem von Global Company, ich habe einen Lua-Fehler gehabt vom Global Company Skript. Und zwar nicht, weil irgendwas schiefgelaufen ist hier, sondern tatsächlich, ich hatte ja dadurch, dass hier ein paar Produktionen mit drauf waren und auch Mod-Ordner waren, war das wohl zu viel Produktion. Er hat sich auf jeden Fall beschwert, dass wohl zu viele Früchte eingetragen waren. Die Map ist nicht abgeschmiert dadurch, aber das hat auch an der Performance gezogen, wie ich festgestellt habe. Und seitdem ich jetzt das Ganze geändert habe und auch ein paar Sachen, ein paar Karteileichen schon aus dem Mod-Ordner entfernt habe, läuft es flüssiger. Also ich bin noch nicht ganz in der mit der Optimierungsphase durch. Ne, ich denke mal, ich werde noch ein paar Maschinen rausnehmen. Da sind noch wirklich ein paar ältere drin, die ich schon ewig unter den Tagen nicht mehr benutzt habe. Oder wo es mittlerweile bessere gibt. Vom gleichen Typ und also von der gleichen Ausstattung her oder auch vom gleichen Modder. Wenn wir nur eine alte Version haben. Die muss ich nur entsorgen. Also da bin ich noch bei. So, müssen wir mal aufpassen hier. Ist schon ein geiles Teil, ne? Würde mir am Hof tatsächlich auch gefallen. Allerdings dann vielleicht mit einem 6 Meter Schneidwerk, also 20 Fuß. Wäre vielleicht nicht schlecht. Weil so ist das schon ein bisschen klein. Achso, übrigens. Knappe 100.000 Liter Grassilage haben wir drin. Haben wir verdichtet und zugemacht. Ich hoffe mal, dass das passt. Die Kühe sind im Moment auch am Hungern. Nicht wirklich. Sie haben noch Futter, aber sie sind am Runterregeln vom Füllstand auf der Weide, weil die kommen heute noch, ich denke mal, die kommen heute noch nach der Ernte rein. Wir haben, die Luzerne sind noch nicht erntereif, also die können wir noch nicht häckseln. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und ansonsten haben wir noch den, ne, sonst haben wir gar nichts mehr zu ernten. Dann sind wir, glaube ich, mit allem durch. Wir haben mittlerweile schon ein Feld dazu bekommen. Da wurde mir gesagt, du pass auf, das kannst du, warte mal, wir machen mal Folgendes. Das kannst du dazu nehmen. Das ist ein kleines Luzernfeld, kommt mir ganz gelegen. Wird dann alles in eins gemacht mit dem Häckseln und den Luzernen etc. So. Ah, guck mal hier. Hermann ist hier schon durchgefahren mit dem Schlepper, sehe ich gerade an der Spur. Ja, da vorne steht er schon. Ich denke mal, wir setzen uns einfach mal hier vorne hin. Das ist ja hier unser Grundstück. Das passt ganz gut. So. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt so das Schneidwerk abstelle, dann stehe ich, glaube ich, richtig. Einmal ganz kurz gucken hier. Ja, so passt das. So, Kabel raus. Zack. Okay. Da, Front- und Funzel aus. Handbremse. Gucken, dass wir da durchkommen. Wenn wir jetzt hier das Gras platt fahren, das ist nicht so schlimm. Ich will sowieso hier mit dem Gras nichts machen. Kann ich auch nicht. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwo rein dutch. So, gucken, dass wir hier gerade kommen. Und vor allen Dingen nicht hinter uns den Baum mitnehmen. Ne? Das wäre vielleicht auch noch ganz sinnig. Weil irgendwo da war ein Baum, habe ich gesehen. So. Ja, auch wenn du schon antatschen willst, aber das ist noch nicht. So. Okay, hebst du das schon mal bitte an? Gut. Dann kannst du schon mal ausklappen, genau. Dann lässt du mich noch mal raus. Perfekt. Du bist auf. Oh, steht auf Strohablage, das passt. Siehst du immer ganz gut, hier hinten sind normalerweise zwei Teller unter diesen inneren Ringen.
Und die sind jetzt hier nicht da. Und, also, warte mal, kann ich, komme ich, ja. Der Ring und der Ring. Hier drunter hast du normalerweise die Streuteller für Torablage. Und dann fährt die Klappe hier, fährt bei dem auch hoch, sodass du quasi dann darauf kommst. Die ist also aus, das passt. Läuft. Auch gut. Machen wir nochmal die Zapfwelle dran. Schläuche, Zapfwelle. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Ach so, apropos, sieht gut aus. Ich habe noch für den Erntebetrieb, also auch gerade in Bezug auf unseren Fahrhäcksler und unsere HD-Ballenpresse, habe ich mir noch hier für den Feldbetrieb was Neues gegönnt. Ich habe mir nämlich das Beste gegönnt, was man an seinem Schlepper haben kann. Nämlich einen Alligator 130. Der Alligator 130 ist ein Feuerlöschsystem. Wird vorne an der Fronthydraulik angebracht. Und hat, ich weiß gar nicht, wie viel Liter drin ist. Hier ist auf jeden Fall Löschmittel drin. Und kannst du auch mit Schlauch oder ist mit Schlauch. Und das setzt du vorne dran. Und wenn dir jetzt hinten die Presse brennt, zum Beispiel anfängt, kannst du hier vorne, kannst gleich löschen. Das heißt, du löscht deinen Schlepper oder deinen Drescher, bevor die Feuerwehr da ist. Weil bis die auf dem Acker ist, kann das auch mal dauern. Ich meine, jeder von euch, dem auf dem Feld was abgebrannt ist, der weiß, wovon ich rede. Na, wir haben schon mal drüber gesprochen. Und ich finde das so geil, dass dieser Alligator, dass es den im LS gibt. Ich meine, der ist ohne Funktion. Ja, es ist jetzt im Endeffekt ein Frontgewicht, weil im LS brennt keine Maschine. Aber ich finde es einfach geil, dass das mit berücksichtigt wurde. Und deswegen gibt es übrigens auf ModHub, falls ihr euch dafür interessiert. Und ich habe einen dran. Deswegen kurzer Real Talk. Ich habe einen dran, ne, falls dem Drescher hier was passiert. Na, wie gesagt, im LS nicht, nein, aber einfach der Realismus. So. Wollen wir mal gucken, dass wir... Ich weiß gar nicht, wir können, glaube ich, gleich hier vorne anfangen. So. Oder wir fangen vorne im Eck an. Nö, wir fangen hier an. Komm, wir sind ja hier schon gleich. So. Ups, genau die falsche Taste. Perfekt. Moment. So, ich wollte die drücken. Dann das ein bisschen hoch. Und das ein bisschen... ...bisschen raus. Geht das gar nicht raus. Warte mal. So. Passt. Also, gucken wir mal. Läuft. Sehe ich natürlich nicht, ob der irgendwo was... Also mit der Strohablage sollte aber eigentlich funktionieren. Wir machen mal jetzt hier kurz den Schnitt bis ins Eck. So. Lass uns mal ganz kurz einen Blick werfen, ob da auch alles voll. Er läuft aber unter Volldampf, wa? Nö, sieht gut aus. Sieht gut aus. Er macht einen Schwatt. Scheint alles mit zu kommen. Reifen und alles ist nicht zu breit, das passt. Steht gut da das Ding. Okay. Handbremse raus. Vorwärtsgang. Runner damit. Weiter geht's. So. Ich hoffe, dass der Gerstenschlag uns einiges bringt. Gerade so in Bezug auf die Gerste zum Vollmachen, weil. Die Mühle hat schon angefragt, wann wir denn mit der Gerste vorbeikommen. Da habe ich gesagt, wir haben noch einen Schlag.
Und sobald der Schlag runter ist, kommen wir vorbei. Waren sie schon ganz, ganz erpicht drauf. Die wollten eigentlich jetzt schon, dass die Gäste haben. Habe ich gesagt, jetzt geht noch nicht. Kann ihnen ja schlecht die Gerste vorab geben, ne? So. Beziehungsweise kann ja schlecht nicht noch nicht geerntete Gerste weitergeben, sagen wir es mal so. So. Das ist eigentlich ein geiler Drescher, oder? Normalerweise müsste ich den Nachbarn mal fragen, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier unseren neuen Hof haben. Ob er den Drescher nicht abgeben will, weil ich finde, der hat Art und fährt sich geil. So. Kommt aber, glaube ich, einiges. Oh ja, der Korntank füllt sich gut. Kommt einiges raus, finde ich gut. So, GPS hat er auch an Bord, also wir können theoretisch könnten wir auch gleich GPS anschmeißen. Aber dazu muss ich erstmal Vorgewende oben und unten fahren. Ich denke mal, wir werden jetzt sowieso heute und morgen in der Gerstenernte sein, weil das Feld braucht einen kleinen Moment. Wir mussten auch warten, wir haben es jetzt 12 Uhr mittags. Wir mussten fast den ganzen Vormittag oder fast den halben Tag haben wir jetzt gewartet, weil die Feuchte der Nacht saß noch im Grund. Und das hat man gemerkt. Also wir haben echt Probleme gehabt, dass das jetzt rechtzeitig trocken wird. Wir haben schon gedacht, wir müssen den heutigen Tag komplett verstreichen lassen. Ne? Und dann laufen wir halt auch Gefahr, dass sowas wie Regen etc. Uns in Striche die Ernte macht. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wenn es jetzt, wir haben es im Herbst, es kann eigentlich jetzt jederzeit auch anfangen mit den Herbstunwettern. Und die haben auch schon ein bisschen schlechteres Wetter vorausgesagt. Und wenn wir jetzt hier in der Gerstenernte sind und jetzt haut hier der Regen rauf, der Hagel, dann haben wir aber ein großes Problem. Ne? Also von daher ist das ganz gut, wenn wir die Gerste jetzt runterkriegen. Und wenn ich mir das im Korntank so anschaue, war das auch die richtige Entscheidung, hier jetzt beizugehen. Da werde ich, denke ich, mal mehr als einmal mit dem Eicher da vorne fahren müssen, um das Ganze hier wegzukriegen. So. So, jetzt haben wir gleich die erste Bahn. Finde ich gut. Ich habe Bock. Ich habe Bock auf den Drescher. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von ihm haltet. Aber ich muss sagen, ich kann mich erinnern, wir haben, ich glaube im 17er war es, ne? Da hatten wir einen richtig geilen 1660 mit Luke Miller Sound. Der war geil. Und ich fühle mich gerade mit dem 2144 hier so ein bisschen zurückversetzt. Und Laune macht's mit dem gerade. Könnten natürlich. Nee, das machen wir noch nicht. Der schafft noch eine Bahn. Ich würde sagen, wir könnten auch rausziehen, aber ich glaube, wir schaffen auch. Liebe Leute, das soll mit der heutigen Folge schon gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sagt, bis zum nächsten Mal.